Das Problem ist, das Seil kriegen wir nur, wenn wir jetzt ein Gedöns dem Kind bringen, ne? Ein Teleskop. Oha. 10 Dukaten. Hier bitte, ich würde gerne das Buch. Obviously, you see this book's value. I'll give it to you for only 10 coins. They say it keeps the magic of Christmas. Du hast den Wert dieses Buches ganz offensichtlich erkannt. Ich verkaufe es dir für 10 Münzen. Angeblich ist doch ein echter Weihnachtszauber zu finden. So, jetzt haben wir zwar ein Buch, aber ich bin mir dennoch unsicher, was uns jetzt das Buch bringt. Der Junge will ja eher. Ach, Moment. Moment, stimmt. Hier war ja so eine komische viereckige Buchaussparung. Zack, Christmas Stories. Natürlich. Der spielt jetzt dasselbe Spiel wie wir. Wimmelbild, bitte mal? Natürlich nicht. Okay, Objektkiste. Schlüssel. Hauen wir da rein. Oh, guck mal hier, von den letzten Spielen. Auch voll cool eigentlich, ne? Eigentlich richtig gut gemacht. Das ist der Zinnsoldat. Das ist der Magier, der alle verzaubert hat. Hier oben ist der Rattenkönig. Oh, guck mal hier, was wir hier haben. Kalten Kopf. Ja, hier ist dieser, auch der Typ, der verwandt wurde, der Hutmacher oder so, ne, war das. Ja, schwierig, da müsste man die Figuren kennen, ne, um hier wirklich erfolgreich zu sein. So, hier haben wir natürlich Geschenke für Elephant Games, sehr schön. Ja, aber wir haben das alles gesehen, so, der kriegt natürlich hier sein Hütchen auf. Die Krone gehört natürlich dem Rattenkönig. Er hatte so einen Zylinder auf, das weiß ich noch. Den Bogen kriegt der nette Typ. Eine Hosenkiste. Hat der eine Hosenkiste an? Nee. Eine Pfeife. Der hatte hier eine Pfeife. Ein Podest. Muss jetzt mal überlegen, was passt denn hier noch? Ein Vogelhäuschen, ein Pferd. Ne, Podest wäre doch für den Zinnsoldaten eher, ne, oder? Ne, macht er nicht. Pferd. Okay, Pferd für den Zinnsoldaten, ja. Ich glaube, er hat im ganzen Spiel kein Pferd gehabt eigentlich. Na, egal. Für den kein Podest, auch kein Vogelhäuschen. Er vermisst das Haus seines Freundes, also. Alles klar. Was haben wir hier noch? Ah ne, für den hatten wir den Schlüssel, stimmt. Deswegen, was er, dieser Boxer hat keine Box. Okay, dann kriegt er hier so eine Box. Und einer ist hier noch, der noch was benötigt. Ach da, ja, sie braucht natürlich ihr Podest. Gut gemacht! So, mal ganz kurze Standbilder, aber das liegt nicht am Aufnahmeprogramm. Macht euch da mal keine Sorgen, das liegt eher am Spiel. Die Sicherung ist durchgebrannt, ich sollte sie ersetzen. Ja, da brauchen wir später noch eine Sicherung. Die haben wir aktuell aber noch nicht. Was wir aber haben, wäre jetzt das Teleskop für den Jungen oder das Fernrohr. Und der gibt uns das Seil dafür. That's amazing. Thank you so much. Here, I want you to have this. Das ist großartig. Tausend Dank. Hier, ich möchte, dass du das nimmst. Jo, vielen Dank. Und seid ihr alle glücklich, oder? Jetzt dürft ja keiner mehr kommen. Jo, kein Ding, ne? Ich brauche eine besondere Süßigkeit, um die Kätzchen anzulocken. Ach so, wie sollen die noch brauchen von denen also die Hilfe. Ich brauche eine besondere Süßigkeit, um die Kätzchen anzulocken.
Okay. Nur noch das Puzzleteil. Hier war weiter nichts. Boah, jetzt muss ich überlegen. Irgendwo hatten wir noch die Möglichkeit, ja, hier muss nachher der Weihnachtsstern zurück, ne? Also denke ich mal so. Hatten wir irgendwo die Möglichkeit, so Süßigkeiten zu kriegen? Also hier wäre es ja am wahrscheinlichsten, ne? Aber ich kann hier nichts mehr machen. Warum kann man hier dann noch raufklicken? Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt gebrauchen kann. Aber später vielleicht. Ah, sieht aus wie Katzenminze, ne? Also das heißt, wenn wir dann später eine Süßigkeit oder sowas haben, dann können wir sie wahrscheinlich damit anlocken. Ja, ich habe zwar das Seil, aber die Hilfe... Ach, er soll die Hilfe einfach nur sein. Alles klar, ich dachte, die Kätzchen, die Kleinen. Na gut, dann macht das halt der Simon. Los, Simon, streng dich mal ein bisschen an da. Pull! Zieh. Ja, dann pull mal. Alles klar, so. Ich sollte nach seinen Fußspuren Ausschau halten. Okay, Info. Folge den verräterischen Spuren, die der Dieb hinterlassen hat. Okay, gucken wir mal. So, da haben wir Fußspuren. Da haben wir die anderen Fußspuren und die Kratzspuren sind hier oben. So, das heißt, da gehen wir weiter. Zack. Gucken wir mal. Hier haben wir Fußspuren. Hier haben wir Fußspuren. Und da die Kratzspuren. Weiter geht's. Hier haben wir Fußspuren, dort Kratzspuren und dort Kratzspuren. Das ist gerade nicht sonderlich schwer, muss ich sagen. Der gestiefelte Kater macht es uns gerade ein bisschen doll leicht. Kratzspuren und Fußspuren. Aber interessant, wie er gelaufen ist. Fußspuren, Fußspuren und Fußspuren. Das war ein Klacks, natürlich, aber eigentlich war es das wirklich gerade. Der Dieb ist in jenes Haus gegangen. Ob er dort lebt? Du suche das Haus, das der Dieb betreten hat. Ja, und noch ein Puzzle. Anna, sweetie, here's your Christmas present. I didn't want to wait till tomorrow. Why, thank you. You're the best. I wouldn't want to spend my last Christmas with anyone else. I promise it won't be your last, Anna. It's time for you to accept what the doctors have said. I won't accept it. Christmas won't come. Alles klar, jetzt ergibt alles einen Sinn. Also ich wollte mich eigentlich ein bisschen umschauen, ne? Gut, gut. Also, ich schlussfolgere mal, was nicht so wirklich schwierig ist. Der gestiefelte Kater hat versucht, das Weihnachten aufzuhalten, weil die Anna, seine Besitzerin, das kleine Mädchen, krank ist. Und da die so krank ist, wird sie das Weihnachten, also ein neues Weihnachten, wahrscheinlich nicht mehr leben. Und das kann er nicht akzeptieren, deswegen versucht er Weihnachten jetzt aufzuhalten. Was auf jeden Fall nicht richtig ist, ne? Was man... Er muss es halt, wie sie schon sagte, es akzeptieren. In Katzdorf gibt es viele Eichhörnchen. Kann ich dieses herauslocken? Gerade nicht. Ich warte mal, bis hier wieder diese... Genau. Die Figur hier kommt, die nehmen wir nämlich auch noch mit. Hier liegt ein Schlüssel.
Zuerst muss ich die Vögel verscheuchen. Ich würde sie einfach mit dem Staubwedel hier davon treiben oder hier danach werfen. Aber das können wir ja nicht. Das dürfen wir nicht. Oh, hier ist eine halbe... ein Weihnachtskugelfragment. Okay, den Schlüssel finden wir da hinten erst. Tür ist verschlossen. Ich werde dem gestiefelten Kater folgen, wenn ich mehr über ihn erfahren habe. Alles klar. Das Problem ist, mein lieber Freund, wir werden nicht mehr über ihn erfahren. Ist hier noch das zweite Kugelfragment vielleicht? Oh. Ach, hier können wir noch reingucken. Da ist das zweite Kugelfragment, alles klar. Oh, und dann fehlt noch ein drittes. Ist hier noch was sonst? Das sind ungewöhnliche Blumen. Vielleicht brauche ich sie später irgendwann. Ja, das kann sein. Mann, ich will euch nicht immer anklicken. Ich will hier Puzzleteile sammeln. Geht gerade so gut voran. So, hier scheint aber wirklich nichts mehr zu sein. Dem Kater will er ja nicht folgen. Na, ich habe nichts, um das Eichhörnchen wirklich rauslocken zu können. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Ich habe auch nichts, um die... Vögel verscheuchen zu können. Glaskolben. Was können wir denn damit machen? Gab es irgendwas in den vorangetriebenen Gebieten, wo wir... Ach, da ist ein Fragmentteil. Das habe ich gar nicht gesehen. Zum Glück habe ich mir die Vögel nochmal angeguckt. Knallbonbon. Na gut, dann ich schätze mal hier. Hopp. Info. Finde die Vogelpaare. Das ist ja nicht so schwer. Tschüsseli, ihr Vögelchen. Somit habe ich jetzt den Schlüssel. Ist klar, komm endlich rein da. Können wir mal die Anna fragen, was sie denn hat. Info. Bewege die Regel, sodass sie die Tür freigeben. Das Auswählen eines Riegels bewegt auch immer die umliegenden Riegel. So, ein bisschen rumfriemeln, dann geht das Ganze schon. Es ist wieder eingeschlafen, aber ich muss mit ihm sprechen. Hä, ist das nicht ein Sie? Es ist wieder eingeschlafen. Wieso denn es? Es ist eine Sie, Anna hieß sie doch, oder nicht? Oh Gott. Na egal. Gucken wir mal, ob unser Katerchen da was machen kann. Hi. I'm Anna. I live here with my best friend, Puss in Boots. He's not here right now. Can I help you? Hi, ich bin Anna. Ich wohne hier zusammen mit meinem besten Freund, dem gestiefelten Kater. Er ist gerade nicht zu Hause. Kann ich dir helfen? Anna, dein bester Freund hat den Weihnachtsstern gestohlen. Ohne ihn wird es kein Weihnachten geben. Oh no. I think I know why he did it. He wanted to save me. Oh, Puss. Oh nein, ich glaube, ich weiß, warum er das getan hat. Er wollte mich retten. Armer Kater. We can't stop Christmas on my account. Please find him and bring back the star. You have to believe me, that he didn't mean any harm. He was just trying to save me. Wir können doch nicht meinetwegen Weihnachten ausfallen lassen. Bitte finde ihn und bringe den Stern zurück. Du musst mir glauben. Dass er es nicht böse gemeint hat.
Er wollte mich nur retten. Neue Aufgabe. Finde den gestiefelten Carter. Carter. So, ja, ja, ich hab's verstanden. Was haben wir hier gekriegt? Ein Engel. Oh, guck mal hier im Puzzleteil. Natürlich gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Was haben wir da? Eine Trompete. Gedönskram. Leider fehlt in diesem Alchemielabor ein Glaskolben. Hier, guck mal. Hier, guck mal. Flupp. Da ist ein Glaskolben. Ist das nicht cool? Was auch immer man später vielleicht eine Medizin für sie zusammenbrauen muss. Ich rätsel jetzt schon mal ein bisschen mit, ne? So, noch ein Engel. Den können wir schon mal reinpacken. Den anderen müssen wir mit Trompete hier zusammenfriemeln. Oh, da fehlt noch einiges für den zweiten Engel. Da ist der Flügel. Seltsam, das Gemälde erscheint mir irgendwie unfertig. Ja, hier fehlt ganz schön viel. So, wir werden gleich den gestiefelten Kater weiter verfolgen, ne? Ich möchte mich hier bloß noch ein bisschen umsehen. Zack, hier fehlt noch ein Trompetenstück. Das haben wir noch nicht. Gefunden habe ich es leider auch nicht. Liegt es hier irgendwo rum? Ach, Nüsse, das ist sehr gut. Die können wir nämlich noch gebrauchen. Ich brauche einen Knauf, um die Schublade zu öffnen. Oder zum Öffnen der Schublade. Okay, ich bin schlau genug, ein Rezept zu befolgen, aber einige Zutaten fehlen noch. Ja, ja, sage ich ja, irgendwas müssen wir da zusammenbrauen. Oh, guck mal hier. Der böse, böse Rattenkönig. Na gut, schauen wir mal, vielleicht finden wir das Teil jetzt hier. Oder den Schubladenknauf. Alles völlig legitim, nehme ich auch mit an. Was haben wir jetzt hier? Klebstoff. Ach, das war das, was gefehlt hat. Einfach nur Klebstoff. Damit die Teile zusammenpassen. Ich verstehe. Also uns doch nichts mehr gefehlt. So, zack, dann kann der da rein. Kiste ist offen. Haben wir jetzt endlich mal ein Wimmelbild? Wir haben endlich mal ein Wimmelbild bekommen. Ist das nicht schön? So. Eine Sammelkarte. Wäre das erste. Hier sind ganz viele Spielkarten. Aber eine Sammelkarte. Hier haben wir schon eine Schere. Brauchen wir die Zange hier? Ne, die brauchen wir nicht. Eine Apfelscheibe. Na, das ist ja wieder leicht. Flap. Da hast du eine Apfelscheibe. Da hast du das Schloss. Die Uhr. Jetzt mal hier die Schraube. Das ist ein Kompass. Hier ist die Uhr. Eine Lupe. Lupe. Die liegt hier. Ein Hufeisen. Eigentlich so Dinge, die man sofort sehen müsste. Aber ich bin gerade nicht so gut hier. Eine brennende Laterne. Können wir die hier nehmen? Was war noch? Hufeisen, Haken, Juwel. Juwel habe ich doch hier oben gesehen. So, da haben wir dann... was haben wir da gerade aufgenommen? Eine Note, genau. So. Schauen wir mal nach, was noch fehlt. Das ist ein Fernglas. Das sind hier, da ist das Hufeisen gewesen, alles klar. Haken und Sammelkarte. So, der Haken ist hier oben gewesen. Ach, da ist die Sammelkarte, alles klar. Gut gemacht, das könnte nützlich sein. Zack. So, Info, was sollen wir machen? Finde die Unterschiede zwischen dem Gemälde und der Sammelkarte. Tippe auf die Unterschiede, um sie zu beheben. Okay, ihr habt nichts in der Hand.
Hier liegt keine, hier ist keine Rose oder kein Gedöns. Hier fehlt ein Fähnchen. Hier fehlt die Mühle. Hier fehlt der fette Baum. Und die muss gelb sein. Die Feder. Tagebuch des gestiefelten Kater. Entwickler für unsichtbare Tinte. Schneelilie, rote Blume, Dorn und Minzblatt. Was ist das jetzt hier? Auf dieser Seite steht was geschrieben, aber es ist unsichtbar. Okay, deswegen brauchen wir dann diese Tinte, alles klar. Okay, wir müssen jetzt, denke ich mal... Muss man das Rezept nicht irgendwo hinlegen? Wäre das nicht logisch? Ich kann mir das auch nicht mehr angucken, deswegen wundert es mich gerade. Na gut, wir können ja den gestiefelten Kater jetzt hinterher. Oder auch nicht. Ich kann mir das ja nicht mehr angucken, ne? Ich weiß jetzt nicht, was man hier braucht. Na gut, ich probiere es einfach mal, das irgendwie zusammenzukriegen. Eins davon weiß ich, wo das ist. Hier oben sind zum Beispiel die Dornen. Diese Dornen sind ungewöhnlich. So. Genau. Alles klar. Dann das andere war... Auf jeden Fall nicht hier. Hier können wir es nicht hinlegen. Nee. Das andere waren diese Küche von dem Typen hier, ne? Da konnte man das Rezept hier hinlegen. So, Minzblatt, dann noch eine rote Blume und eine Schneelilie. Okay, muss ich mal gucken, wo ich die herkriege. Hier ist noch ein Puzzlestück. Hier auch. Eine rote Blume und eine Schneelilie. Hier war keine rote Blume, ne? Wenn ich jetzt hier so hin... Nö. Schauen wir mal einfach weiter. Vielleicht kommen wir irgendwo voran. Hier ist auch keine Schneelilie oder rote Blume, ne? Nee, sieht nicht so aus. Hier scheint auch nichts weiter zu sein, ne? Schneelilie und rote Blume. Also langsam werden auch die Räume, wie man sieht, immer kleiner. Da ist auch nur ein Puzzleteil gewesen. Das heißt, da kommen wir auch nicht weiter. Hier ist noch so eine Figur.
Na, hier kommen wir auch nicht weiter. Hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Ich frage mich, was wir hier machen sollen. Klebstoff wird da nichts bringen. Das wird nichts bringen. Das wird auch nichts bringen. Nee, nee, das ist alles nicht korrekt.